Ist es vom Vorteil, wenn ich eine EU-Dauerrente in eine vorzeitige Altersrente für schwerbehinderte Menschen umwandle? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben eine Beratungsanfrage auf rentenbescheid24.de erhalten. Es ging um Folgendes: Ich bin 1958 geboren und beziehe wegen einer schweren Herzerkrankung seit 1998 eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Das ist der Vorläufer der Erwerbsminderungsrente. Und diese Rente bekomme ich als Dauerrente. Die persönlichen Entgeltpunkte betragen inklusive meiner Zurechnungszeit ca. 45. Ich habe einen Grad der Behinderung von 90 und ich könnte zum 1. Dezember 2022 in eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Macht das Sinn für mich, diese Rente zu beantragen? Ändert sich da etwas positiv für mich? So ungefähr seine Frage. Was ist eine EU-Rente? Für alle die Leute, die vor dem Jahr 2001 erwerbsgemindert waren, gab es die sogenannten Erwerbsunfähigkeitsrenten. Das waren die Renten, die vor 2001 begonnen haben. Und danach hat der Gesetzgeber die Renten nicht mehr Erwerbsunfähigkeitsrenten genannt, sondern Erwerbsminderungsrenten. Natürlich dann auch mit anderen Anspruchsvoraussetzungen. Und deshalb gibt es Erwerbsunfähigkeitsrenten und auch Erwerbsminderungsrenten. Und wenn ich in diesem Video Erwerbsminderungsrente und Erwerbsunfähigkeitsrente so nebenbei benenne, dann meine ich natürlich immer für unseren Fall bezogen eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Grundsätzlich ist Folgendes zu prüfen, bevor man so etwas überhaupt macht. Erstens, ich brauche natürlich für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mindestens 35 Jahre Wartezeit. Also muss ich erstmal herausfinden, habe ich die überhaupt erfüllt. Wenn ich also praktisch schon seit 1998 eine Dauerrente habe, kann das natürlich schwierig werden mit der Wartezeit. So genau weiß ich es nicht, ich habe keine Unterlagen gehabt, konnte ich also nur diese Frage so aufwerfen. Zweitens, es muss der Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen. Haben wir hier in dem Fall sind es 90. Also ohne die Feststellung einer Schwerbehinderung von 50 und ab 50, also ein Grad der Behinderung von 50, liegt eine Schwerbehinderung vor, kann es keine Altersrente für schwerbehinderte Menschen geben. Und dann als nächstes ist noch zu prüfen, wie hoch ist denn eigentlich meine Altersrente, wenn ich zum 1.12. da in Rente gehen möchte oder die beziehen möchte. Denn die Entgeltpunkte aus meiner Rente bekomme ich nämlich dann nach den tatsächlichen Entgeltpunkten bis zum 1.12. und zwar ohne die Zurechnungszeit aus der Erwerbsminderungsrente oder Erwerbsunfähigkeitsrente. Und das muss man natürlich erstmal herausfinden, wie hoch ist die Altersrente. Und wenn dann die Altersrente geringer ist als die Erwerbsminderungsrente oder Erwerbsunfähigkeitsrente, könnte man dann ja sagen, nö, das beantrage ich nicht. Sie müssen da keine Sorge haben, denn die Entgeltpunkte, die Sie in der Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen, die persönlichen Entgeltpunkte, die sind bei der Umwandlung in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen besitzgeschützt. Das heißt also, die behalten Sie. Daher mein Tipp, bevor Sie das beantragen wollen, einfach bei der Deutschen Rentenversicherung eine Probeberechnung abfordern für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen zum gewünschten Termin. Wenn das Ergebnis da ist, dann sehen Sie ganz genau, ich bekomme Rentenbetrag X, ist der niedriger, macht es gar keinen Sinn, ist der höher, Antrag stellen. Ansonsten, da es sich hierbei um eine Dauerrente handelt, einfach abwarten bis zur Regelaltersrente. Und damit gibt es nur eine Frist. Sie sollten bitte 4 Monate vor Erreichen der Regelaltersrente oder Grenze Ihren Antrag stellen auf diese Altersrente. Denn ohne einen Antrag bekommen Sie diese Rente nicht. Das heißt also, es wandelt sich die EU-Rente nicht automatisch in eine Altersrente um. Sie kriegen dann einen sogenannten verkürzten Antrag. Das sind ein paar Blätterchen, die Sie ausfüllen müssen, mit ein paar Kreuzen dran gesetzt, Unterschrift und an die Deutsche Rentenversicherung raus. Und schon haben Sie Ihre Regelaltersrente. Immer vergleichen, kriege ich eine höhere Rente, dann Antrag stellen, bleibt die Rente gleich, macht es keinen Sinn. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.